Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für deine innere Souveränität und Gelassenheit. Nichts brauchen wir so sehr im Moment in diesen Zeiten für die Herausforderungen deines Lebens, wie einfach Souveränität und Gelassenheit, damit die Wogen im Außen an dir abprallen und an dir vorbeiziehen und du einfach in deiner inneren Ruhe sein kannst, sein darfst, bleiben darfst und das genießen darfst, weil dein Leben wirklich leicht sein darf, auch wenn es im Außen Prüfungen dafür hat, auch wenn im Außen der Druck manchmal ungeheuerlich wird. Dein Leben darf leicht sein. Und das ist das, was wir gerade alle kollektiv auf dem Erdplaneten erleben dürfen. 8 Milliarden Menschen werden durch Druck gezwungen, in die innere Souveränität und Gelassenheit zu gehen, sich zu besinnen, wer sie eigentlich sind, wie sie sich fühlen wollen, wer sie sein wollen und sich an die innere Power, an diese ehrliche innere Kraft zu erinnern. Und das ist deine innere Souveränität und Gelassenheit. Und genau deshalb habe ich mich entschieden, in der heutigen Podcast-Folge dich da noch mehr dran zu erinnern, das waren die Eingangsworte, und dir noch mehr Tools an die Hand zu geben, wie du Angst, Stress, Anspannung, Druck, was auch immer du in deinem Leben gerade wie verspürst, was du gar nicht gerne haben möchtest, nicht sein möchtest, loswerden willst, wirklich einfach identifizieren kannst und elegant abfallen lassen kannst. Wie so eine sich häutende Schlange. Oder wir waren gerade wandern und die eine Tour haben wir mit einem Führer gemacht, der uns in der Natur so Pflanzen, Tiere und ein bisschen was zu einem bestimmten Fluss da im Tessin, dem Brenno, erzählt hat. Und da haben wir eine Libellenhaut gesehen, die er uns gezeigt hat. Auch Libellen schlüpfen aus der alten Haut wie eine Schlange. Oder einfach raus und es bleibt an so einem Grasbüschel hängen, diese alte Haut, die nicht mehr gepasst hat, die Libelle nicht mehr gebraucht hat für ihr zukünftiges Leben, die sie nicht mehr sein will, die haben wir angeschaut. Und genau so darfst du Angst, Stress, Anspannung benennen oder erkennen, dass es einfach wie eine alte Haut ist, wie ein alter Bestandteil, wo du sagst, das will ich nicht mehr haben, das nützt mir nichts mehr, das kann weg. Weil ich werde nicht müde, das zu sagen, wir leben in historischen Zeiten und der Prozess, in dem die gesamte Menschheit, 8 Milliarden Menschen sind, das ist ein Prozess, wo wir alle in pure Liebe, Frieden und eigenständige innere Souveränität und Gelassenheit shiften. Auch wenn sich es im Außen gerade anders anschaut, wenn man das Detail wie mit einer Lupe anschaut, oder? Wenn ich dich mit in eine höhere Ebene, höhere Betrachtungsweise nehmen darf, wie auf einen Turm, wo wir auf die Aussichtsplattform steigen, dann darfst du dir erlauben zu sehen, dass die ganze Erde, die ganze Menschheit immer achtsamer, achtsamer, achtsamer wird, also immer feiner wird von der Achtsamkeit, von dem, was wir bemerken, erkennen. Und das ist ein globaler Prozess, den es so noch nie in dieser Intensität und Geschwindigkeit gegeben hat. Das sind historische Zeiten und ich mag dich mit dem Podcast und natürlich mit allem, was ich auf Social Media verteile, was ich da an Videos gebe. Ich war letzte Woche, glaube ich, live auf Instagram. Also wenn du mir noch nicht folgst, dann komm gerne zu Instagram dazu. Da gehe ich immer wieder live oder stelle in meinen Feed ein kurzes Video rein. Wir leben in historischen Zeiten und je mehr du dir erlaubst,
wie auf eine Aussichtsplattform zu gehen und das aus einer anderen Sicht zu sehen, aus einer energetischen Sicht, aus einer so einer Übersicht wirklich, umso mehr kommst du raus aus den beängstigenden, erdrückenden Details rein in diesen Overview, in den Überblick, dass es einfach ein historischer Prozess ist, der sehr schnell geht, wo die ganze Menschheit in ein anderes Energiefeld shiftet. Und dieses neue oder andere Energiefeld sind ganz, ganz feine Energien, weil wir zu uns selber kommen. Wir haben nicht mehr die Ablenkung im Außen, wenn wir es uns erlauben, Fernseher, Zeitung, alles mal auszuschalten, wegzulassen, Hand aufs Herz zu legen und bei uns selber anzukommen. Du weißt, wenn du dem Podcast schon länger folgst, ein großes Glas Wasser trinken, Hand aufs Herz und bei dir ankommen. Das ist der Prozess, in dem wir gerade sind. Oder? Und er hat gerade erst angefangen. Das heißt, ich lade dich ein, diesen Weg mitzugehen, nicht stehen zu bleiben, sondern weitergehen, 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 dich selber immer mehr erkunden, dich trauen, in deine Souveränität und Gelassenheit zu gehen und loszulassen, was sich jeweils individuell bei dir zeigt. Das ist das, was mit Druck passiert. Das bei jedem werden andere Trigger bewegt, bei jedem zeigen sich durch Druck im Außen, im Inneren andere Glaubenssätze, Muster, Überzeugungen und Programmierungen. Manche dieser Programmierungen sind natürlich kollektiv, die haben wir alle drin, weil die seit Jahrtausenden in uns drin sind. Da mache ich dann nochmal eigene Folgen dazu. Aber wir haben auch individuelle, die uns geprägt haben während unseres Lebens durch unseren Erfahrungsschatz, oder? Und die zeigen sich ganz unterschiedlich. Und wir benennen dieses sich zeigen dann als Angst, Stress, Anspannung. Und die gehören nicht zu dir. Die hast du nur, aber sie gehören nicht zu dir. Du bist sie nicht. Und genau das schauen wir in dieser Podcast-Folge zusammen an. In deinem Kern, im Kern von allen Menschen sind wir pure Liebe und Lebensfreude. Das siehst du daran, dass wir sofort hilfsbereit zur Hand gehen, sofort dort Hilfe anbieten, wo Hilfe benötigt wird, Unterstützung geben, Übermenschliches leisten, weil wir im Kern pure Liebe sind. Und ein Anteil von uns erkennt, dass der andere das auch ist, egal wie sich es im Außen darstellt. Und deshalb wollen wir immer mehr an diesen puren Kern und alle Programmierungen, Muster, Überzeugungen, Glaubenssätze, die sich um diesen Kern gelegt haben und den manchmal wie verschließen, diese Musterprogrammierungen auflösen. Das braucht's, das ist einfach der Prozess. Da nützt kein Schönreden, da nützt kein Ignorieren. Das ist auf energetischer Ebene der Prozess, dass du im Inneren pure Liebe bist, ein hochschwingendes, seelisches Energiewesen. Und alles, was davon abweicht, sind Programmierungen. Das ist so ein Netz, so ein energetisches Netz, das sich da vorgelegt hat, wo wir runtergedimmt werden oder wurden, um nicht dieses pure Strahlen zu sein. Und auch da haben wir es in unserem Wortschatz. Wenn uns jemand entgegenkommt, dem es richtig gut geht, dem sagen wir, wow, du strahlst richtig. That's it. Genau darum geht es, dieses Strahlen wieder zuzulassen. Weil du bist großartig. Du bist unendlich wertvoll. Und du bist richtig genauso, wie du bist. Und du entscheidest immer selber, was du loslässt, wie viel von der Dichte, die sich um diesen liebevollen Kern gelegt hat, du bereit bist zu erkennen und loszulassen. Und das ist der Prozess. Deshalb ist es auch so schmerzhaft und so unfassbar und viel, viel Angst und Stress und Anspannung dabei. Aber genau so kommst du in deine Souveränität und Gelassenheit, egal was im Außen ist. Und es ist sogar so, dass du es für dich drehen kannst, dass du das Außen, den Druck vom Außen nützen kannst, um immer mehr an dir selber zu erkennen und elegant loszuwerden.
weil du hast immer die Wahl, wie du eine Situation bewertest und ob du in die Beobachterposition gehst und mal schaust, was ist es eigentlich gerade und ob du es für dich nutzen möchtest. Wir sind in Zeiten, wo es wirklich wie eine Einladung ist zu mehr Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Und das führt zu immer feineren Energien, weil wir immer mehr erkennen, was wir nicht wollen, erkennen, was uns manipuliert, erkennen, was uns gut tut, erkennen, was ich gerne um mich habe und was ich mir zu Gemüte führe, was ich in mein Energiefeld lasse und was eben auch nicht mehr. Oder? Es ist dein Leben, deine Regeln. Und so kommst du raus aus der Nussschale, dass es so dieses Gefühl hat, im Leben hin und her geschleudert zu werden oder auf dem Ozean hin und her geworfen zu werden. Wieder hin ans Steuerrad deines Lebens, weil dein Leben darf leicht sein, schön sein. Das ist der Prozess, in dem wir gerade sind. Und dazu gehört dieses Umgehen und elegante Loslassen von Angst, Anspannung, Stress, wenn du das möchtest. Es braucht immer deine Absicht, immer deine Intention dazu, das will ich nicht mehr haben, das lasse ich los. Und jetzt teile ich mit dir, sechs Schritte habe ich dazu mir notiert, die wir gemeinsam durchgehen können, wie es dir elegant gelingen kann, Angst, Anspannung, Stress, was auch immer du in deinem Leben hast und nicht mehr haben willst, loszulassen. Und Schritt 1 ist immer das Wahrnehmen, dass du nicht in deiner Balance bist. Das Wahrnehmen, dass du nicht in deiner Heiterkeit, Lebensfreude, Kraft, Souveränität, Gelassenheit, wie auch immer du es nennen willst, bist. Das ist die ehrliche Bestandsaufnahme. Ich bin nicht gelassen. Ich bin nicht in der Liebe. Ich bin nicht in der Lebensfreude. Schritt 1. Schritt 2 ist das bewusste Entscheiden. Darf so bleiben, wie es jetzt ist, oder möchte ich es anders haben? Will ich mich so fühlen, wie ich mich jetzt fühle, dann ist alles gut, dann lass es so. Oder will ich zurück in Heiterkeit, Lebensfreude, Souveränität und Gelassenheit? Also Schritt 1, das ehrliche Wahrnehmen, dass du nicht in deiner Heiterkeit, Lebensfreude, Leichtigkeit, Souveränität, Gelassenheit bist. Schritt 2, bewusstes Entscheiden. Lasse ich es laufen, wie es ist, oder will ich es anders haben? Und weil du ja dem Podcast folgst, in der Podcast-Folge jetzt gerade bist, gehen wir mal davon aus, du willst es anders haben. Du willst in deine Souveränität und Gelassenheit kommen und willst in Heiterkeit und Lebensfreude leben, egal was im Außen ist, oder? Das ist das, was wir von Nelson Mandela zum Beispiel gelernt haben, was lange Zeit wie ein plattes Zitat war, platte Geschichte, was jetzt sehr viel Tiefe kriegt, sehr viel Wahrheit und uns alle erinnert, dass er uns zumindest diesbezüglich ein Vorbild sein kann, im Steinbruch in der Souveränität gelassen zu bleiben, über Jahrzehnte, oder? Das finde ich das Allerspannendste mit an der heutigen Zeit, dass für mich ganz viele Lebensgeschichten, Zitate, Sprüche, sogenannte Weisheiten, eine komplett neue Tiefe kriegen. Das ist nicht mehr nice to have, liest sich schön, fühlt sich gut an, sondern auf einmal sind es echte, tiefe Lehrmeister. Und so geht es mir mit Nelson Mandela, unabhängig was sonst in seinem Leben war, dass er im Steinbruch war, in Gefangenschaft war und da uns gelehrt hat, vorgelebt hat, trotzdem in der Souveränität und Gelassenheit zu bleiben und uns gelehrt hat, meinen Kern können Sie mir nicht nehmen, meinen Anstand, meine Souveränität, egal was im Außen ist, da bin ich der Herr darüber und das behalte ich bei. Und das ist dieser zweite Schritt, das bewusste Entscheiden. Will ich so in der Angst, Druck, Anspannung, Stress bleiben? Oder gehe ich zurück in Heiterkeit, Lebensfreude, Souveränität und Gelassenheit? Und dann kommt Schritt 3,
Nimm dir einen Augenblick Zeit, einen ruhigen Ort, Stille für dich sein. Dieser bewusste Entscheid, Moment mal, ich will an meinen Kern dran, pure Liebe, tiefer Frieden, Souveränität, Gelassenheit, Heiterkeit, Leichtigkeit, dann gönn dir Stille. Egal wie viel Zeit du nehmen kannst, Radio aus, Fernseher weg, Zeitungen weg, jetzt ist die Zeit, dich für dich zu entscheiden. Und einen ruhigen Ort zu suchen mit Stille und bewusst wahrnehmen, als vierten Schritt. Da ist Angst. Und ich bin in Panik, Stress, Anspannung. Die Schulternacken sind betonhart, der Kopf ist eingezogen, die Ohren berühren die Schultern. Mir geht es eigentlich schlecht, ich habe Schlaflosigkeit, Nervosität. Und jetzt dich zu fragen, in diesem Punkt, was denkst du jetzt gerade über dich selber? Welcher Glaubenssatz, Muster, Programm hat gerade Macht über dich? Und nein, das ist nicht, ja, im Außen ist so ein Druck. Nein, 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 nein. Wir haben immer die Wahlfreiheit. Folgen wir diesem Druck oder bleibe ich in meiner Souveränität und Gelassenheit, oder? Und das ist der Punkt, dieses bewusste Wahrnehmen, ja, ich nehme Angst, Anspannung, Panik, Stress wahr bei mir. Oder? Der Körper ist komplett hart angespannt. Und jetzt sich zu erlauben, was denke ich eigentlich gerade? Und es genau zu benennen, so genau wie es geht. Es ist alles gut, was sich jetzt zeigt. Weil das kann sein, wer bin ich schon? Mich gegen diese Angst zu wehren. Das Außen ist eben so, da passe ich mich an. Also es können da ganz, ganz unterschiedliche Sätze, es ist höchst individuell, das war schon immer so. Naja, wenn die das so sagen, dann ist es so. Da kann ganz viel jetzt hochkommen und genau das darf sein, weil du darfst fühlen, wie sich das anfühlt. Fühlen, spüren, wahrnehmen, dass der Anspannung, der gefühlten Angst ein Muster zugrunde liegt. Ich ordne mich der Allgemeinheit unter. Wenn die Nachrichten das sagen, dann ist es so. Oder? Das ist ein Abgeben von Macht. Das ist ein sich unterordnen. Wer bin ich denn schon? Ich kann mich da ja nicht dagegen stellen. Solche Geschichten kommen dann hoch. Und es jetzt wirklich sich erlauben, es darf bei dir ganz individuell sein. Ja, es ist einfacher mitzumachen. Es ist einfacher, vermeintlich jedenfalls. Oder es ist eine Routine, oder ich habe von einem Kunden gehört, also ich schaue seit 40 Jahren die Nachrichten. Ich lese immer die Tageszeitung. Es kann sowas vermeintlich Harmloses sein, dass sich auf einmal ein Muster zeigt. Ja, es ist so gemütlich, morgens zum Kaffee die Zeitung zu lesen. Und da kommt auf einmal die Achtsamkeit rein, zu spüren, ah, das lässt sich wie ein Foto so aufzoomen. Es ist einerseits die Gewohnheit, sonntags oder unter der Woche gemütlich Zeitung zu lesen, das ist ein Muster. Und andererseits zu spüren, aber es tut mir nicht gut. Ich bin hinterher voller Angst, Anspannung. Ich fühle mich eigentlich gar nicht, ich nehme gar nicht wahr, wie mein Leben ist, was ich über die Welt denke. Ich bin danach gar nicht in meiner Lebensfreude. Das ist das, was ich meine mit in die Achtsamkeit zu gehen. Und das wird immer feiner, feiner, feiner. Global, weltweit, für 8 Milliarden Menschen, die immer mehr, man nennt es dann auch Aufwachen, oder? Ich nenne es einfach reinzoomen in die konkrete Situation, weil da zeigen sich die Muster. Oder? Ich schaue seit 40 Jahren abends die Nachrichten. Ich lese seit 40 Jahren, 30, 20 Jahren, was auch immer, die Tageszeitung, die Wochenzeitung. Und sich jetzt erlauben, reinzuzoomen. Wie fühlst du dich, wenn du das liest? Bist du wirklich informiert? Tut es dir wirklich gut? Da kommen die Muster. Da kommt dann, ja, ich muss mich ja informieren. Das setzt voraus, den Glaubenssatz, dass
diese Zeitung oder dieser Fernseher oder diese Radiosendung dich wirklich informieren. Was ist Information? Da darfst du dann reintauchen. Da darfst du genau hingucken. Da zeigen sich die tiefen Muster. Da zeigt sich, das haben wir von der Familie übernommen. Aber das war das Erste, wie ich von zu Hause damals ausgezogen bin, dass ich sofort die Tageszeitung und die Wochenzeitung abonniert habe. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist gar nicht Information, die ich möchte. Das ist einseitig. Und es war vor 20 Jahren, ja, noch mehr, 25 Jahren, als ich zum Studium dann ausgezogen bin und nach Tübingen gezogen bin, wo ich irgendwann gemerkt habe, das informiert mich gar nicht. Das ist einseitig. Und es tut mir nicht gut. Die Welt ist viel bunter. Die Welt hat ganz andere Meinungen. Da gibt es noch ganz andere Dinge. Und dann für mich erkannt habe, ah, aber es ist doch gemütlich. Ich bin so aufgewachsen mit Tageszeitung. Ich bin so aufgewachsen, donnerstags die Zeit im Briefkasten zu haben. Das sind die Muster, die wir dann erkennen können. Das sind die Gewohnheiten, die uns unbewusst wie auf Schienen durchs Leben führen und wir nicht mal wahrnehmen, dass wir so sind, dass da unbewusste Muster uns steuern. Und indem ich irgendwann angefangen habe zu fühlen, das fühlt sich leer an. Auf einmal war das Gefühl, ich habe Zeit verschwendet. Das ist gar keine Information. Und das war vor 25 Jahren ungefähr. Das ist dieses Aufscrollen und sich erlauben, bei sich selber achtsam zu sein. Und zu fühlen, wie sich's anfühlt. Und den Unterschied wahrzunehmen zur Lebensfreude, bei mir zu sein, mein Leben individuell nach meinen Vorstellungen zu führen, Genuss zu haben, in meiner Souveränität zu sein, in meiner Eigenständigkeit zu sein, in meinem eigenständigen Denken und Bewerten zu sein und nicht in der Kollektivbewertung, die Nachrichten mir vermitteln wollten. Da bin ich rausgegangen damals. Und das ist das, wie du auch heute rausgehen kannst aus Angst, Schuld, Scham, Anspannung, Stress, oder? Und sich im fünften Schritt bewusst machen, du bist nicht diese Angst, Schuld, Scham, Anspannung, Stress, Burnout, sondern du hast Angst, Anspannung, Schuld, Scham, Burnout. Du hast es, aber du bist es nicht. Und das ist der Schlüssel zu allem. Das ist der moderne Schritt, der heute so im Feld ist. Dieses Erkennen, wer bin ich denn eigentlich? Und zu erkennen, Moment mal, ich habe Angst, aber ich bin nicht Angst. Ich bin im Kern souverän. Ich bin im Kern Lebensfreude. Und zu erkennen und sich zu erlauben, alles, was ich habe, kann ich abgeben. Das ist dieses Loslassen oder das ist diese tiefe Weisheit, die hinter diesem Loslassen steckt. Und so kannst du die Angst wie isolieren und lösen aus deinem System, weil du dir erlaubst, es aufzuzoomen, zu identifizieren, zu erkennen und es ist alles richtig, was sich zeigt. Dein System zeigt dir immer das, was jetzt zu handeln ist, was jetzt angeschaut werden kann, was jetzt losgelassen werden kann. Oder wir sind von der Persönlichkeit wie so Babutschkas, diese russischen Puppen. Eine Schicht weg, noch eine Schicht weg, noch eine Schicht weg. Wir können niemals sofort an die innerste Schicht gehen. Das würde uns zerlegen. Das ist zu stark. Das kann unser System nicht halten, sondern es ist Schritt für Schritt für Schritt, auch wie bei einer Zwiebel. Eine Schicht um die andere. Genau. Das heißt, der größte Erkenntnisschritt ist wirklich dieses Ich habe Stress. Ich habe Anspannung, ich habe Angst, ich habe vielleicht Krankheit, ich habe ich schon gesagt, Anspannung, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Aber ich bin tiefe Liebe, Frieden, Ruhe, Freude, Souveränität, Gelassenheit,
Und jetzt diese Trennung zu nehmen. Alles, was ich habe, kann weg. Das ist das Versachlichte dann, oder? Dieses, ich habe einen Wintermantel, ich habe Turnschuhe, ich habe einen Kochtopf, ich habe ein Auto, ich habe ein Fahrrad. Ich habe Angst, ich habe Stress, ich habe Anspannung und ich kann das loslassen, weggeben, wie die Libelle ihren Panzer, wie der Schmetterling aus dem Kokon, wie die Schlange aus der Haut. Und du bist Souveränität, Gelassenheit, Liebe, Freude, Frieden. Das ist das, was dann nämlich zum Vorschein kommt. Und im sechsten Schritt kannst du ganz bewusst und kraftvoll die Wahl treffen und die Entscheidung fällen, wem schenkst du deine Power? Dem ich habe oder ich bin? Wer willst du sein? Ich habe oder ich bin? Willst du der rote Wintermantel sein oder innen die rote Liebe Power? Deine True Power, deine innere Souveränität und Gelassenheit, Liebe, Freiheit, Frieden, Leichtigkeit. Das sind diese sechs Schritte, die du gehen kannst, um loszulassen und in deine Mitte zu kommen, zu deinem wirklichen Selbst zu kommen. Also ich sage nochmal schnell die Schritte, weil ich immer wieder die Rückmeldung habe. Das sei cool, wenn ich gegen Ende des Podcasts nochmal kurz und knackig die Schritte sage. Also erstens, wahrnehmen, dass du nicht in deiner Heiterkeit, Lebensfreude, Kraft, Souveränität und Gelassenheit bist. Zweitens, bewusst entscheiden, soll alles so bleiben, wie es ist, oder will ich zurück in Heiterkeit, Lebensfreude, Souveränität, Gelassenheit? Drittens, dir selber Zeit und einen ruhigen Ort zu schenken mit Stille. Viertens, bewusst wahrnehmen, da ist Angst und da ist Panik, da ist Stress, da ist Anspannung. Und was denke ich da über mich? Was kommt da hoch? Was ist das für ein Muster? Bewusst diese Muster, Programmierungen, Glaubenssätze, wie du es auch immer nennen willst, was sich auch immer zeigt, sehen, wahrnehmen, fühlen. Einfach sehen, ja, das ist da gerade. So fühle ich mich gerade. Ist alles okay. Und im fünften Schritt dir bewusst machen, du hast Angst, Anspannung, Stress, Burnout, Krankheit, aber du bist das nicht. Du bist pure Liebe, Frieden, Souveränität, Gelassenheit, Leichtigkeit. Und im sechsten Schritt bewusst zu entscheiden, die Wahl zu treffen, wem schenkst du deine Power, dem ich bin oder ich habe? Und ganz bewusst durch den ganzen Tag dir zu sagen, ich bin souverän, ich bin souverän, ich bin gelassen, ich bin Liebe, ich bin Frieden. Und so die Entscheidungen zu treffen, so einen langen Spaziergang zu machen und in dieses Gefühl wieder zu gehen. Und das andere Muster loslassen. Einfach erkennen, ah, es war ein Muster, habe ich übernommen von der Familie, von vielleicht einem Lehrer, Freunden, was auch immer im Leben. Und jetzt die Wahl zu treffen, wer will ich wirklich sein? Wer bin ich? Wie will ich mich fühlen? Also, vertrau dir, du bist richtig, du bist großartig, du bist ein wundervoller Mensch. Alles andere ist nur ein Haben im Außen, ist nur eine Musterprogrammierung, das sich irgendwann mal angesammelt hat und was wieder weg kann, was sich um deinen wahren Kern von purer Liebe gelegt hat. Vertrau dem Prozess, auch im Außen, wenn es klopft und macht und tut und wirklich wüst ist oder wird. Vertrau dem Prozess, der sich zeigt. Und trau dich zu spüren, oh, da ist Angst. Diese Meldung macht mir Angst. Und sofort diese sechs Schritte durchgehen. Und du kommst automatisch in deine Souveränität und Gelassenheit. Kommst automatisch in ein State, in ein Sein, der dir erlaubt, dich weiterzuentwickeln und immer mehr zu dir selber zu werden, in deine eigene Kraft zu kommen, in der eigenen Kraft zu bleiben und dich loszulösen aus dem Kollektivfeld,
aus Angst, was da im Außen gerade erzeugt ist oder wird. So kommst du bei dir selber an. So kommst du gut durch diese Zeit. Vertrau dem Prozess. Alles wird gut. Es geht darum, dass wir kollektiv alle diese Glaubenssätze, Muster, Programmierungen loswerden. Und wir haben es uns ein bisschen komfortabel gemacht in der letzten Zeit oder in der Vergangenheit und haben da viel angesammelt und eben viel auch an unserer Macht und Power abgegeben. Du bist unendlich machtvoll als Mensch. Unser menschlicher Körper ist eine Wundermaschine und da shiften wir rein. Also, du darfst dich entscheiden, Druck, Angst, Stress für dich zu nutzen und zu erkennen, was du jetzt elegant loslassen kannst. Dein Leben darf nämlich leicht sein, egal was im Außen passiert. Und dein Leben darf leicht sein mit Hilfe des Außen. Dein Leben, deine Regeln. Wenn du unterstützt sein willst auf diesem Weg, melde dich einfach, geh auf meine Internetseite nadialang.com. Da ist ein neuer Button für Termin buchen oder verbinde dich mit mir auf Instagram, da gehe ich mal wieder live. Die Videos sind dann auch auf Instagram in meinem Feed. Oder bestell dir die Newsletter auf nadialang.com. Da kriegst du regelmäßig Freitags und Frühstücks.